Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video in Capture One Pro. Heute geht es um das Farbeditor bzw. Color Editor Tool. You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. So, ich habe zwar schon mal ein Video zum Farbeditor gemacht, aber ich dachte mir, ich möchte das ein bisschen noch weiter ausbauen, deswegen ein neues Video. Wir haben ja auch mittlerweile Capture One Pro 11 und nicht mehr 10, wo ich das letzte Video gemacht habe. Und ja, gehen wir einfach mal zu meinem Workspace für das Color Grading und schauen uns das Ganze mal an. Also wir haben hier auf der linken Seite den Farbeditor. Ich habe bei diesem Bild jetzt einmal nur meine Kontraste und meine Luminanzen eingestellt, so wie ich das haben möchte. Und jetzt geht es an den Farben weiter. Wir haben beim Farbeditor drei Tabs für die Basisdaten. Die zeigt mir an, eben welche Farben in diesem Bild eben auch enthalten sind. Das kann ich auch hier jetzt ganz gut kontrollieren, indem ich hier den ausgewählten Farbbereich mir anzeigen lassen. Dann habe ich hier zum Beispiel Violett oder Magenta. Und das sieht man hier im Bild, dass ich hier nur dieses Magenta eben habe. Dann kann ich hier weiterklicken. Dann sieht man, dass ich zwar in der Wand ein klein wenig Blautöne habe, aber das meiste eben hier in der Hose. Dann weiter zu Cyan oder Aquamarin. Da habe ich einen Teil im Bild, in der Brille hier und eben weiterhin in der Hose. Dann geht es weiter zu Grün, da habe ich mal gar nichts, außer in den Tattoos hier unten. Und dann eben Gelb, Rot und dann kann ich eben noch die kompletten Farben drehen. Zu denen komme ich aber noch später. Also im ersten Teil zu diesem Video werden wir uns einmal nur mit den Basisdaten-Tab hier begnügen. Und was würde ich hier an diesem Bild machen? Ich würde eben einmal, weil ich finde, dass dieser Bereich hier eben ablenkt vom eigentlichen Motiv. Das heißt, ich kann hier jetzt einmal die Sättigung rausnehmen. Den Haken wieder wegsetzen. Und ich habe hier mal nichts, was mich hier ablenkt. Ich habe jetzt hier mal nur ein Model und im Hintergrund eben weiter Graffitis, aber das Magenta lenkt mich jetzt nicht unbedingt vom eigentlichen Bild ab. Was habe ich hier noch für Regler? Ich kann hier mit der Klettung einstellen, welche Farbbereiche oder inwieweit die Farbbereiche zur Seite eben noch mitgenommen werden dürfen. Und das sehe ich hier an diesen ausgefransten Farbraum hier. Den kann ich hier eben einstellen, wie ich möchte, dass er etwas härter ist, also wirklich scharf begrenzt, oder eben, dass er ein bisschen toleranter das Ganze übernimmt und da habe ich eben in den nächsten Farbraum auch ein bisschen was drin dabei. Um das Ganze wieder zurückzusetzen, reicht einfach ein Doppelklick und ich habe hier an meiner ursprünglichen Position wieder das Glättungsrad. Der nächste Regler hier wäre der Farbton. Und hier kann ich eben, wenn ich den Regler nach links schiebe, das Ganze in Richtung Violett oder Magenta rüberschieben. Und auf der anderen Seite kann ich hier das Ganze Richtung Grün schieben. Sieht man hier jetzt auch ein bisschen im Bild schon an der Hautfarbe des Models. Möchte ich jetzt mal nicht so haben. Und dann kann ich im nächsten Regler die Farbsättigung erhöhen und verringern. Der letzte Regler ist für die Farbluminanz. Ich kann die Farbe etwas heller machen. Sieht man bei Rot jetzt dann nur ein klein wenig in der Helligkeit. Bei der Dunkelheit sieht man es sehr wohl. Und hier auch wieder zurück. Gut,
Das wäre mal zum Basistab. Ich werde jetzt da einfach mal die Farben so anpassen, wie ich das möchte. Und das wäre jetzt einmal das Blau etwas kräftiger machen. So. Bei Grün habe ich, wie gesagt, nur hier die Tattoos. Da kann ich einfach nur mit der Farbsättigung ein bisschen höher gehen. Und dann kommt es zu Gelb. Da werde ich meistens den Haken für den ausgewählten Farbbereich wieder anklicken. Und da werde ich jetzt auch hier ein bisschen schauen, was kann ich hier noch ein bisschen drehen. Ich werde das Ganze eher ins Gelbliche. Ja, so. Und dasselbe dann im Rotbereich. So, das wäre mal zum Basisdatentab. Wenn man jetzt da hier mit den auf dieses Häkchen mit der Alt-Taste drückt, dann hat man einen Vorher-Nachher-Vergleich. Im nächsten Teil geht es dann um den Erweiter-Tab. Im zweiten Teil von unserem Farbeditor-Tutorial geht es mal jetzt da um das Erweitert-Tab. Und hier habe ich mir ein Bild rausgesucht, wo ich jetzt ein bisschen mehr machen kann. Also ich kann hier einmal meine Basissachen ändern, wie ich sie haben möchte. Das werde ich jetzt gleich hier durchnehmen. So, und jetzt gehen wir in das Erweiter-Tool. Gut, ich möchte die Farbe Grün etwas ändern. Ich bin nicht unbedingt so ein Fan von Grün, in Bildern zumindest. Und ich kann hier mit dieser Pipette eben auswählen, welchen Farbbereich ich auswählen will. Und hier sehen wir hier, ich habe einen grünen Ton. Und dieses Tortensymbol hier zeigt mir an, wie viel Sättigung ich in diesem Bereich jetzt habe. Ich kann hier das Ganze noch ein bisschen kleiner machen, dass ich wirklich nur den ausgewählten Bereich verwende, den ich haben will. Jetzt habe ich aber das Problem, dass die restlichen Blätter hier grau unterlegt sind, also nicht mehr diesen Farbbereich treffen. Das heißt, ich werde das Ganze jetzt wieder mal erweitern. Und dasselbe hier auf der anderen Seite. So, bisschen noch ins Gelbe rein, damit man auch wirklich alles trifft. Und ja, das wäre jetzt hier mein Farbbereich, den ich auswählen möchte. Ich habe jetzt hier alle Blätter ausgewählt und ein bisschen auch hier die Spiegelung von diesem Bach hier. Und da werde ich jetzt hier einfach mal die Farben drehen, wie ich sie haben möchte. Das werde ich mal hier wegklicken. Dann werde ich hier an derselben Stelle noch einmal die Farben auswählen. Hier das nächste und die Sättigung erhöhen. Jetzt kann ich wieder die Farben drehen. Bisschen aus Sättigung noch ändern.
Dann klicken wir mal dieses Häkchen hier weg und jetzt sieht man schon, okay, die Farben von grün auf wechseln in Richtung gelb. Ich habe hier aber noch ein paar Bereiche, die ich noch verändern möchte. Dann klicke ich hier jetzt einmal rein. Und jetzt habe ich hier eher Türen zu grün. Okay. Und jetzt drehe ich wieder meine Farben und schaue, dass ich sie, diese hier treffe. Und schon habe ich aus einem Sommerbild ein Herbstbild. Ich kann jetzt hier noch einen Vorher-Nachher-Vergleich machen. Grün, gelb. Also wir haben jetzt hier den Indian Summer. Und ich habe hier noch ein paar Zyan-Bereiche hier. Die stören mich jetzt aber nicht unbedingt, aber die könnte ich jetzt hier auch nochmal bearbeiten. Da ist aber nicht viel Sättigung drinnen. So, noch einmal. So, also wie man sieht, in Capture One hat man farbtechnisch sehr viele Möglichkeiten, die man hier verändern kann. Ich habe das Ganze noch ein bisschen weiter auf der Spitze getrieben und habe das Ganze schon in Richtung Violett gezogen. Das wirkt jetzt ein bisschen surreal, das Ganze, aber für Cosplay oder so ganz gut, finde ich mal. Von Grün auf über Indian Summer zu diesen Orange hier. Ich mache das hier, das Tool ist ein bisschen kleiner, dass man das gleich auch mal besser sieht. Also das Ausgangsbild rüber zu einem herbstlicheren Bild bis hin zu dem eher surrealen Bild hier. Ja, das alles ist im Farbeditor einfach möglich, ohne dass wir jetzt da Photoshop verwenden. Und ich brauche eigentlich nur zu wissen, welchen Farbbereich ich treffen möchte und wie ich da hinkomme. Und das geht eben über den Farbton, über Sättigung, Helligkeit und hier kann ich auch sehr viel verändern. Gut, das wäre es mal zum Teil 2. Im nächsten Teil werde ich mich um den Hautton kümmern, um dieses Hautton-Teil, wie ich das einsetze in meinem Workflow und wie man da zu halbwegs natürlichen Ergebnissen kommt. Gleich geht's weiter. So, also zum dritten Teil des Tutorials. Und das ist jetzt der Tab 3 für Hauttöne. Ich habe hier dieses Bild hier ausgesucht. Das habe ich bei einem Fotowalk von mir gemacht. Und hier war meine Challenge auch, dass ich das Bild komplett in Capture One fertig mache. Und ich möchte euch kurz zeigen, was ich hier alles gemacht habe. So, hier. Also die Haare gemacht, die Augen, Dodge and Burn, leider nur global. Für Mikro Dodge and Burn brauche ich noch immer Photoshop. Aber sei es drum, soweit es geht, konnte ich das hier eben noch erledigen. Und die Haut habe ich jetzt hier ausgelassen. Die wäre hier so fertig in diesem Bereich. Und ja, das wäre meine Empfehlung gleich vorweg, dass man für die Hauttöne sich eine eigene Ebene eben aktiviert und das wäre jetzt da die Ebene Haut.
Weil wir hier das Problem haben, dass diese Rot- und Gelbtöne, die in der Haut eben drinnen sind, auch teilweise in den Haaren drin sind oder in anderen Bereichen im Bild. Das heißt, wenn man das sauberer machen will, dann sollte man das eben über eine ebene Maske machen. Das werde ich hier jetzt auch gleich tun. Ich hole mir das Pinselwerkzeug und maskiere das. Ihr braucht jetzt da hier nicht ganz genau sein, einfach nur mal die Ränder malen. Die Augen lassen wir hier aus. Klicken hier auf dieses bei den Ebenen-Tool hier auf diese drei Punkte hier, dann öffnet sich das Dropdown-Feld und dann gehen wir auf Maske füllen und dann male ich hier einfach beim Arm weiter. Und wiederhole den Vorgang. Maske füllen. Ich kann jetzt hier, wenn ich unbedingt möchte, kann ich hier noch einen Bereich löschen, den ich jetzt nicht unbedingt dabei haben will. Capture One maskiert mir das ganz gut hier. Und ja, was ich hier noch entfernen möchte, ist eben den Bereich um den Augen herum. Und hier möchte ich nicht unbedingt das Augen-Make-up mitnehmen. Das heißt, ein bisschen großzügiger aussparen. Das mache ich hier genauso. Und dann spare ich die Lippen aus. Die sind zwar eher magenta hier, aber hier gehe ich auf Nummer sicher, weil möchte keine unliebsamen Überraschungen haben. Die Maske blende ich mir mit der Taste N wieder aus und dann suche ich mir einen Hautton, der mir gefällt. Und da würde ich fast sagen, ich nehme hier einen raus. Ah, sorry. Gut, also, wir haben wir hier wieder unsere Glättungswerkzeug. Ich nehme ein bisschen den Gelbton mit. Ich möchte jetzt hier exakt den Hautbereich treffen. Und hier habe ich zusätzlich zu unseren vorigen Reglern noch für die Homogenität drei Regler hinzu. Und das wäre einmal für den Farbton, der mir hier komplett den Farbton angleicht. Dann habe ich hier einen für die Sättigung, der mir die Farbsättigung anpasst an alle Bereiche und dann habe ich einen für die Luminanz. Also wenn man es falsch macht, dann sieht es ungefähr so aus. Ja, das wollen wir aber nicht. Wir gehen einfach wieder retour und ich schaue mir das jetzt einfach so an, bis es passt für mich. Die Sättigung kann ich auch ein bisschen höher nehmen. Und ein bisschen noch der Helligkeit. Dann kann ich hier noch bei den vorigen Reglern kann ich hier noch meine Sättigung erhöhen oder verringern. Ich möchte jetzt hier aber ein bisschen mehr Hautfarbe drin haben, weil es an sich schon ein farbfrohes Bild ist und dann kann ich die Helligkeit der Farbe auch ein bisschen anpassen. So, also vergleichen wir hier mal. Ich
kann das hier jetzt einfach mal ein bisschen ausblenden. Was man vorher eben noch sieht, wir haben hier noch bei den Wangenknochen und hier, beziehungsweise hier oben noch, am Kinn auch noch ein bisschen Magenta-Farbtöne. Und die haben wir jetzt hier nicht mehr. Und so funktioniert das Farbe-Tool bei den Hauttönen. Man gleicht die Farben an, man muss nachher nicht mehr in Photoshop unbedingt nacharbeiten. Und es ist ein einfacher und schneller Weg, dass man das Ganze angleicht. Bei diesem Bild würde ich jetzt hier nur noch ein bisschen Mikro-Dodge and Burn machen und das war's. Mehr braucht es nicht. Ich meine, bei diesem Bild habe ich jetzt eher ein bisschen übertrieben. Aber ja, das wäre mal das, die ganzen drei Tabs zum Farbeditor-Tool. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und als kleines Gimmick noch, ich bin seit kurzem Capture One Affiliate. Das heißt, auf jede Capture One Lizenz bekommt ihr 10%, wenn ihr den Gutscheincode hier, den ich hier gerade einblende, verwende. Und dieser gilt auch bei den Capture One Styles, die ihr bei der Seite von Phase One erwerben könnt. Also dann, wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann, Leute. Ciao!